Hallo, ihr Hübschen. Juhu, noch ein Buch. Yeah, ich lese das gerade noch. Oh, ich bin noch nicht ganz durch. Ich gebe es zu. Ich bin, ja, so mittendrin fast. Glaube ganz einfach. Es ist auch wirklich ganz einfach, muss ich mal sagen. Ich meine, das hier ist jetzt ein Buch über die eher katholischen, christlichen Kirche. Also, weil Yvonne Willix katholisch ist, noch, denke ich, und über das Ganze, ja, warum zünden wir Kerzen an in der Kirche, was für Feiertage gibt es von dem katholischen, christlichen Glauben, es ist ja auch nicht nur katholische Sache dabei, sie hat sich auch ein bisschen befasst mit anderen Glaubensrichtungen. Steht auf jeden Fall auch dabei, da drin. Aber sie schreibt halt über ihr Glauben und was sie alles mit diesem Glauben bis heute so erlebt hat. Ein bisschen Empfehlungen auch, welche Bibel vielleicht auch die richtige für einen ist. Das auch sehr interessant war, wo ich in der Passage schon war und bin. Ich habe mir an meine Kinderbibel gedacht und habe gedacht, wo habe ich sie jetzt versteckt? Ich bin gerade umgezogen. In irgendeine Kiste werde ich sie vielleicht wiederfinden irgendwann. Und ich habe dann, nicht, dass ich sagen möchte, dass ich zu meinem Glauben gefunden habe, aber ich habe immer noch, also ich glaube immer an Gott und an alles andere auch irgendwie so ein bisschen. An einiges andere, was es so gibt. Weil ich schon einiges erleben durfte. Und auch überleben, wenn man das sagen kann. Genau. Und ich habe dieses Büchlein auch in eine Buchhandlung bestellt, weil ich nämlich, ja, zu dem Thema komme ich dann in einem anderen Video, was ich überhaupt die ganzen Jahre schon mache und woran ich sehr, sehr große Freude habe und das seit über 30 Jahren. Eigentlich seit 30 Jahren, wenn ich mich daran erinnere, so, was ich gemacht habe. Als kleine 4-, 5-Jährige, wo ich aber auch, naja, was auf den Deckel gekriegt habe, ein bisschen. Das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall, Glaube ganz einfach. Dieses Buch ist auf jeden Fall von meiner Seite sehr zu empfehlen und werde natürlich auch noch die letzten Seiten zu Ende lesen, aber bis zur Mitte musste ich leider, habe ich gefühlsmäßig ein kleines Chaos in mir gehabt und musste auch ein bisschen, ich habe geweint, Leute, und bin dann erstmal in den Dom in Münster gerannt und ein paar Kerzen angemacht und habe nur gedacht, was hat der liebe Gott bloß mit mir gemacht? Nein, Quatsch. Ist einfach so. Ist so gewesen und ich wollte euch das einfach nur mal erzählt haben. Ich hoffe, meine kleine Buchempfehlung hat Interesse geweckt. Ansonsten guckt auf ihre Webseite. Sie hat auch eine Webseite oder gibt einfach bei Google Yvonne Willix ein. Das ist ein aktuelles Buch von diesem Jahr. Also das ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Ja, nur noch zur Information. Ich habe es in der Buchhandlung gekauft, so dass es auch keine Widmung hat. Leider. Naja, vielleicht kommen wir da nochmal irgendwann dazu. Ich glaube daran. was wollte ich noch sagen? Ach so, ja genau. Man kann es überall und nirgends bestellen. Und wo ich dann, ach ja, ich habe das auch noch verschenkt, das Buch. Ich habe das Buch auch noch mal gekauft und verschenkt, in einer anderen Buchhandlung gekauft. Diejenige, die das liest, freut sich auch gerade an diesen Buchstaben und so. Und an diese ganzen Sachen, was sie, also Yvonne hier geschrieben hat. Und ansonsten, brauchte ich das in einem Buchladen nicht bestellen, weil es nämlich schon ausgestanden, also es stand schon aus. Also das ist das einzige Buch, nicht das einzige, aber es gibt ja mehrere, die überall so in den Buchläden stehen. Aber das, weil ich das ja in einem Buchladen holen wollte, nicht bestellen wollte online, fand ich das gut, dass es zwei Exemplare standen da und eins habe ich mitgenommen. Und dann habe ich es ja gleich empfohlen bei jemandem und da habe ich es dann gleich auch nochmal gekauft und hingebracht. So viel dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen mit Glaube ganz einfach.
mit dem Lied nicht. Aber man könnte ja auch ein Lied draus machen, ne? Mit dem Buch von Yvonne Willix. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Ähnlichkeiten.